lieben Freunde, und willkommen zu einer Runde Entweder-Oder mit Niklas und André, die ich gleich hochmoven werde. Und wir machen das so: jeder hat fünf Fragen, die uns gegenseitig gestellt werden, und jeweils die anderen beiden müssen die dann beantworten. So, jetzt move ich die beiden hoch und dann geht's auch schon los. User was moved to your channel. User was moved to your channel. So. Seid ihr bereit? Ja, Warte, zwangsläufig. ich muss kurz mein Glas wegpacken. Oh. Kein Problem. Ich So. bin André, ich hab Titten im Arschloch. Alles klar. Taco, Alter. Okay, wer will anfangen? Oh, Ladies first, ne, Justin? Ja, hau raus, André. Okay. Ja, komm, Nick, gehört. Ja, wie? Ja, André soll jetzt die erste Frage raushauen. Ja. Okay, würdest du eher Xbox One oder PS4 spielen? PS4. Eindeutig PS4. Ist auch, weil das die einzige Konsole ist, die ich habe, aber. Gut. Ich habe keinen von beiden. Ja, moin. Ja, und ich habe die Konsole. Interessiert keine nächste Frage. Okay, dann machen wir TeamSpeak-Reihenfolge. Dann bin ich jetzt dran. Entweder ihr müsst mit einem gerissenen Schließmuskel leben oder mit einem gerissenen Unterkiefer. Oh, warte mal. Warte mal, wenn ich das so richtig verstehe. Das heißt, wenn mein Schließmuskel gerissen ist, kann ich trotzdem. Also ist mein Kiefer jetzt nicht geschließt. Ja. Ist der nicht gerissen? Okay. Dann würde ich den Schließmuskel nehmen. Und André? Hey. Weil du kannst Ich doch sonst nicht glaube, kauen. ich glaube auch, ich würde auch den Schließmuskel nehmen. Obwohl, dann hättest du so einen Schlauch im Hals und dann wird dir das wohl alles eingeführt oder so, was weiß ich. Sicherlich. Was ist mit dir los? Wie willst du sonst Nee, essen? Niklas, hau raus, mach weiter. Okay. Würdet ihr lieber in einer Villa leben ohne Geld oder würdet ihr lieber unter einer Brücke leben und hättet Geld? Ich sag jetzt nicht Mengen, aber einfach nur von der Situation und von der Geldmasse. Muss die Villa noch bezahlt werden? Nein, nein, die ist abbezahlt. Ihr könnt euch halt nur kein Essen und sowas leisten. Das müsstet ihr alles mit einem pennermäßigen Job halt erarbeiten. Oder ihr seid ein Penner und ihr könnt euch jederzeit was zu essen holen. Für die, die es jetzt nicht verstanden haben. Ja, okay, aber wenn wir jetzt sagen, wenn ich jetzt den Penner nehmen würde, Ja. meinst du mit Geld, dass es gerade so für Essen Das reicht? reicht die ganze Zeit für Essen und Trinken. Das heißt, du kannst dich jeden Tag mit Essen, Trinken und Klamotten versorgen. Aber du Aber nicht musst halt mit einem unter der Brücke Haus. leben. Ach so, ich darf mir kein Haus kaufen. Also ich darf mir Genau. keine andere Unterkunft kaufen. Nein, du Dann musst nehme dann ich unter der Brücke die leben. Villa und erarbeite mir alles dann. Okay. So, Ich würde mit auch dem an der muss Brücke ich. leben. Ich hätte den Penner auch genommen. Ich nicht. Ich meine, gut, im Winter, da frierst du dir die Nipsel ab, aber sonst. Naja, aber du kannst ja auch eine fette geile Decke kaufen. Ja, gut, das stimmt auch. Außerdem Ja. kannst du jeden Tag Kleidung kaufen, heißt ja nicht, du kannst auch bei, keine Trotzdem, Ahnung, bei Jordans oder so. ja, aber irgendwann ist das Geld vom Penner auch alle, ne? Ja, nee, das hast du ja die ganze Zeit. Ach so, so unrealistische Fragen, Alter. Also dein Ja, Maul, okay, Alter, ist die sind egal. realistisch. Okay, dann André wieder. Okay. Würdest du eher vom Balkon auf eine Person pissen oder kacken? Das ist wie dieses eine Spiel, dieses du musst vom Balkon kacken und die Typen treffen. Alter, was ist das denn für eine behinderte Frage, Alter? Die kommt von André, kann sich viel Ach. erwarten. Ich muss sagen, ich will lieber auf die Leute kacken, weil das einfach lustiger wäre. Ja, einfach mal so einen richtig dicken Knüppel rausknacken, Alter. Einfach so schön ins Gesicht, du Lutscher. Da kannst du mit Scheiße spielen und kneten und so. Nein, Okay, Spaß. dann, ja, dann bin ich wieder dran. Entweder du musst dein Leben lang ohne Eltern oder ohne Zuhause leben. Im Sinne von zu Hause, das heißt, ich müsste auch Du unter der hättest Brücke ein Haus, leben. Strom und alles. Oder du lebst halt ohne Eltern, mit Eltern, aber hast kein Zuhause. Habe ich jetzt schon nicht, von daher, ich würde es erst nehmen. Es macht doch Also gar du lebst keinen und willst Sinn. ohne Eltern leben? Nein, nein, das andere, mit Eltern, aber dann halt ohne Unterkunft, so. Oder wir machen Okay. das einfach so, ohne Eltern und dann erstmal reinholen. Alter, mal André, lach dir keiner ab. Ja, André, was nimmst du? Ohne Eltern oder ohne Zuhause? Ohne Eltern. Alles klar. Ja, Ja, man okay. kommt so Hey, dazu. was nimmst du denn? Hä? Nee, 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 das machen wir nicht. Ach Immer nur die so. anderen beiden müssen beantworten. Ach so, spielen wir das Spiel, okay. Ja, habt ihr bis jetzt schon eine Frage von euch beantwortet? Ich glaube nicht. Ja. Ja, Bei mach mir ich mach schon. Ich weiter habe jetzt. auch. Schnell ablenken.
Gib Gas. Merkt ihr keiner. Okay, meine nächste Frage ist: Würdet ihr lieber eine Freundin nehmen oder einen PC? PC. Wollen wir PC. euch gar nicht überlegen. Seid ihr doof? Nein. Also PC. du hast schon direkt eine Freundin oder Das was? hört sich jetzt an, als wäre ich notgeil, aber ich würde natürlich die Freundin nehmen, weil mit der Freundin kannst du viel mehr gestalten. Nein, ich meine Und die ist jetzt. nicht so teuer wie ein PC. Also du hast direkt Auf eine Dauer Freundin doch. oder was? Ja, du hast direkt halt eine Freundin halt. Okay, dann nehme ich Freundin. Ja, Ja, ich nehme den klar. PC. So, wer ist dran? André. Ja, würdest du lieber mit Eis oder Feuer zaubern können? Alles klar. Boah, das ist voll die geile Frage Ja, irgendwie. komischerweise kommt die auch von mir, ne? Nein. Doch, die hab ich dir geschrieben, du Lutscher. Die habe ich gleich dir geschrieben. Mit Eis oder Feuer? Ja. Weißt du, ich kann dir das instant sagen, und zwar, ich würde Eis nehmen, Ja, weil du ich mit auch. Eis einfach viel mehr machen kannst als mit Stimmt. Feuer. Mit Eis Ja. kannst du Wasser und sowas, und mit Wasser kannst du noch mehr. Ja. Ah ja, okay, da bin ich dran. Entweder ihr dürft euch ein Jahr lang nicht waschen und müsst richtig dreckig leben, oder ihr hättet niemals Freunde. Was? Aber Familie. Habe ich jetzt schon Freunde? Ich glaube ja nicht, ne? Ihr dürftet euch keine neuen Freunde, also keine Freunde suchen, ihr müsstet halt die ganze Zeit alleine nur mit euren Eltern und Aber Geschwistern dafür wäre ich verbringen. gewaschen. Ja, du dürftest dich waschen. Oh. Oder du hättest Freunde und darfst dich nicht waschen und lebst dreckig. Bah! Alter, dann hast du ja irgendwann, dann wachsen dir die Pilze schon auf den Arm und sowas. Nein, so übertrieben nicht. Ach so, okay. Aber du stinkst halt, weil du nicht duschen darfst. Und so nach dem Sport und du hast geschwitzt, darfst du auch nicht duschen. Richtig. Ja, ich würde das dann keine Freunde nehmen und dann duschen, weil duschen ist halt was Wichtiges. Ja, Duschen ist sehr okay. wichtig. Würde ich auch nehmen. Gut, Niklas. Dann würde ich die Freundin ins Gesicht ficken, weißt du? Scheiße, ey. Hauptsache ich kann Halt duschen. einfach die Fresse, Mann. Okay, wärt ihr lieber Iron Man oder Superman? Iron Man. Iron Man, Schon ja. direkt. So. Warum? Weil Wenn ich das kurz. er das coolere Leben hat. Er hat einfach das Geld, er hat die Frauen am Start und er hat einfach den geilsten Anzug. Ja, Ich aber hab du geile musst überlegen, Karren. Iron Man kann jederzeit sterben. Und Na du und? hast kein Na und? echtes Herz, du hast ja nur dieses. Ja, aber Iron Man ist zumindest nur ein ganz normaler Mensch. Ja. Ja, gut, doch wieder. Ja, ich hätte Superman genommen, alleine einfach dieses Fliegen Ah, und alles so. klar, André, mach Tod. bitte Yay. weiter. Was? Was mache ich denn? Ja, nächste Frage. Oh ja, Die vierte müsste das sein. hier. Würdest du eher Leute überfahren können oder zerhacken? Zerhacken. Was? Ich würde lieber Warte, zerhacken, warte, wie ist das weil gemeint? dieses. Dürfen? Also überfahren dürfen oder zerhacken dürfen oder können? Ja, also du kannst es halt machen. Also ich Du darf. musst es nicht machen. Ich darf. Du kannst es ruhig machen, also wenn du Okay, es machen da willst. ich nicht so ein brutaler Mensch bin, würde ich sie lieber überfahren. Ich würde sie zerhacken. Alles Ich klar. Hallo? Wieso? Du kannst die Einzelteile, du kannst ein Herz und Leber und so kannst du richtig teuer verkaufen. Okay, Was wird warte, sich jetzt habe ich freuen? eine coole Frage. Ah, jetzt Entweder ihr kommt's. dürftet ein Jahr lang nur das essen, was ihr nicht mögt, oder nur das trinken, was ihr nicht mögt. Ah, Ich das ist mag immer. vieles nicht und trotzdem trinke ich's. Ich mag vieles nicht, aber trotzdem trinke ich's. Ja, Wie dumm ist das? entweder ihr dürft nur trinken, was ihr nicht mögt, oder ihr dürft nicht essen. Ihr dürft nicht, also ihr dürft, wenn ihr jetzt zum Beispiel das Trinken nehmt, dürft ihr nichts essen. Ja, aber es gibt halt, ich trinke halt fast alles. Also ich Ja, und trinke dann, halt ja, alles. selbst dann suchst du dir halt ein Getränk, was du nicht magst. Und das Also müsstest du dann so ein trinken. Gebräu, sag ich jetzt mal, Ja, zum ist mir Beispiel scheißegal, ein. Mann! Okay. Ja, dann würde ich trinken nehmen, weil mit Essen kannst du so geil deine Geschmacksknospen vergewohltätigen. Ich stell dir mal Da würde ich Käse oder essen, da würde ich so echt auf trinken gehen. Scheiß an. André, was willst du? vor. Ich will trinken nehmen. Ja, okay. Ja, überleg mal, du kannst ja so einen richtig fetten Burger fressen und dann Nee, diese du darfst Gesch. du ja nicht. Ja, wieso, wenn ich nur das trinken darf, was ich nicht mag, kann ich Dann doch essen, was darfst, ich nein, will. dann darfst du nichts essen. Das ist ja Die die Frage. Fragen würde doch Ach eigentlich mehr Sinn machen, so! wenn Wenn du du was trinken nimmst, essen darfst du nichts essen. Wenn du essen nimmst, darfst du nichts trinken. Ja, Abseits also davon, ich. abseits von der Realität, dass du dann sterben wirst, aber lassen wir das mal beiseite. Ja, wir waren wieder bei den realistischen Fragen, ne, Justin? Hier, Props an dich, Halt die super Fresse. gemacht. Ja. Also, Also. nehmt ihr immer noch trinken? Trinken. Ja. Ah, okay. Bevor ich mir mein Lieblingsessen und bevor ich mir irgendwelche Essenssachen und da mir irgendwelche Pizzas antun muss, wo schon irgendwelche Vögel drauf rumgekackt haben, bleibe ich doch beim Trinken.
Okay. Achso, ich muss jetzt die nächste Frage machen, ne? Ja. Und zwar, bitte zuhören. Warte. Ach genau. Gib Gas. Würdet ihr lieber furzen, wenn ihr niest, oder niesen, wenn ihr furzt? Also, wenn ihr Ist es doch nicht beides verstanden das habt. Gleiche. Nein, nein, nein. Und zwar, entweder, wenn du furzt, dass ein Niesgeräusch kommt und du wirklich aus deinem Arschloch niesen musst, oder dass du aus der Nase dieses Furzen hast. Also, dass du halt, das sieht halt so aus, als würdest du niesen, aber es kommt einfach ein Also, Furzgeräusch. wenn du furzt, niest du, und wenn du niest, furzt du. Genau. Alles klar, Okay, ja. dann würde ich beim Furzen niesen. Das heißt, wenn du furzen musst, niest du eigentlich. Ja, mache ich nämlich auch, weil das um Längen Aber du hast dann angenehmer die ganze ist. Rotze in der Unterhose hängen, ne? Das wisst ihr schon. Ist doch geil. Du Das sagst ist ja nicht, doch, dass es worauf in der André steht, Alter. Schön bisschen Schleim in der Ja, Unterhose. alles klar. Nächster Themawechsel, André, bitte deine letzte Frage. Okay, die ist ein bisschen besser. Okay, würdest du eine riesige Pizza essen oder einen riesigen Burger? Burger. Pizza. Da wieder an meinen Klassenkamerad. Ne? Burger. Kamerad! Das esse ich Okay. gerne. Gut, dann mache ich jetzt wieder zur Frage. Und das ist jetzt Ist ja nicht so, dass ich auch noch eine das. habe, dass ich erst bei 4 bin, aber. Ich mache meine letzte Frage. Ach, halt deine Fresse. Das ist jetzt die absolute Killerfrage. Jetzt kommt's. Entweder ihr müsst einem Jungen einblasen oder ihr werdet von ihm in den Arsch gefickt. Warte mal. Das heißt, ist das der gleiche Junge, also wenn ich dem Jungen einblasen müsste, oder der Junge, dem ich einblasen müsste, der fickt mich in den Arsch? Scheißegal. Entweder ihr blast dem Also, Jungen ein oder ihr werdet von ihm in den Arsch gefickt. ich bin schon sehr abgehört. Ich wurde Darf ich das bitte überspringen? Das ist ein bisschen Er ist komisch. abgehärtet, Mann. Es ist klar, Mann. Nein, Niklas, komm, hau raus. Ja, komm, ich würd. Mann, das ist so, weißt du, wenn du dem einen bläst und der sonst. Okay. Ja, komm, also. Zerstörerfrage. Ich würde mich dann doch in den Arsch bumsen lassen oder so, weiß nicht. Aha. Ich blast dem seine Auch ganze Knete. abgehärtet. Aber jetzt kommt nämlich meine Frage und zwar. Würdet ihr, da müsst ihr wirklich nachdenken, würdet ihr lieber, André, nee, André hat einen Bruder, ne? Ich weiß nicht. Ja. Okay, würdet ihr euch lieber von eurem Geschwisterteil bumsen lassen oder euch von Nicki Minaj mit Lippenherpes einblasen lassen? Ja. So, jetzt müsst ihr nachdenken. Ich nehme das zweite. Du nimmst das zweite von Nicki Minaj mit Lippenherpes. Das heißt, Nee, ich wäre nehme das das erste, weil auf. das bei mir gar nicht Ich funktioniert. will nicht ins Boom! Gehen. Willst du mich Wieso? verarschen? Wieso funktioniert das nicht? Weil meine Schwester mich Mia nicht bumsen kann. kann noch Sex mit dir haben, wo ist das Problem? Okay, ich nehme das Also ich zweite. nehme Nicki, ich nehme Nicki Minaj. Ich auch. Ja, aber überlegt mal, wenn der Nein, Lippenherpes da wollen kriegt. wir Lass überlegen. mich Ich jetzt erst Na gut, Leute, dann würde ich sagen, begehen war's das auch schon mit dieser Folge. Ihr haltet jetzt beide das die Fresse und wenn ihr mehr davon sehen wollt, dann lasst ein Like da und wenn nicht, dann nicht, dann ist mir auch egal. Bis zum nächsten Mal. Dislike. Ciao. Halt dein Maul. Entschuldigung, ich habe gerade so einen Husten.